beuten sie aus für unseren Reichtum. Wir lassen sie arbeiten für Hungerlöhne. Und wir wollen nicht, dass sie hier hinkommen. Oh, I love you more than words can say. Yo, 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 ladies and gentlemen, it's your boy, Shady Shader, and only today, guys, we are back again. Hallo Leute, ich bin Shady Shader, and sogar, ich habe ein Reaktion-Video für euch. Send us a month to the truth about our society. The truth about society. So without saying too much, guys, we are going to get this video started. But guys, as usual, before we start, make sure you smash like, subscribe, give me some love. On the way to 14,000 subscribers, guys, we can hit it. We can hit it. Let's go. All right, let's get it started. So first of all, we just smash like on this and then boom. Solange es uns gut geht in unserem Kokon, solange wir zu essen und zu trinken haben und überall dorthin reisen können, wohin wir reisen wollen, ist alles gut. Alles aber gut. Wenn jemand kommt und uns irgendetwas wegnimmt und sei es nur ein bisschen Luft zum Atmen, dann kriegen wir Angst. Dann fühlen wir uns bedroht von unsichtbaren Mächten. Dann beginnt ein Verteilungskampf gegen Geister. Denn niemand kommt hierhin und bedroht uns. Wir bedrohen die Menschen, die hierhin kommen. Because no one comes here to threaten us. We threaten the people that come here. Wir zerstören ihre Heimatländer. Wir bringen sie in ihren Heimatländern um, ohne dass sie uns die Finger schmutzig machen. Hypocrisy, yeah? Wir beuten sie aus für unseren Reichtum. Wir lassen sie arbeiten für Hungerlöhne. Und wir wollen nicht, dass sie hier hinkommen, dass sie das gleiche Leben führen dürfen, das wir hier auch führen. Ein Leben in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand. Double standard. Like hypocrisy. We go plunder their land, but you don't allow them to come here and just partake in the kind of life we live. They don't even come to threaten us or plunder us. So I'm thinking about Germany, but wow. Harsh truths, brutal. This is brutal. Wir sind maßlos, arrogant, degutant. Wir blicken auf andere herab. Wir machen uns kein Bild von ihren Existenzen. Wir sehen darin Zahlen und Statistiken, Verhandlungsmasse über Obergrenzen und strengere Gesetze an den Grenzen. Aber hat sich einer von euch mal vorgestellt, was es bedeuten würde, wenn ihr jetzt in diesem Moment diesen Saal verlassen müsstet, weil Bomben auf ihn geworfen werden? Und in derselben Nacht noch ohne Koffer zu packen, euren kleinen Arsch in ein Schlauchboot zwängen müsstet, zusammen mit eurer Familie, in Dunkelheit, bei Wind und Wetter, über ein Meer schippern müsstet. People never know this, except they experience it. This is a harsh truth. Hat sich einer darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet, diesen Entschluss zu treffen? Because those decisions you make is because you've got no other option. It's either death or that. Oder glaubt ihr den Scheißdreck, den die sogenannten Populisten verbreiten? Dass es diesen Menschen, die flüchten, darum geht, uns auszunutzen. Dass sie Schmarotzer sind, Sozialtouristen. Was für eine Arroganz. Was für eine maßlose Arroganz besitzen diese Menschen, die ihre Stimmen damit fangen, dass sie Stimmen in den Köpfen der anderen erzeugen. Halluzinationen! Und gerade die Ossis, die vor 30 Jahren noch hinter einer Mauer gelebt haben, reißen ihre Klappe auf, als hätten sie die Demokratie erfunden. Terror zum Beispiel. Sad but true. Wir reden über Terror immer dann, wenn irgendwo in unserer Nähe was passiert. Und je näher es ist, desto mehr reden wir darüber. Eigentlich reden wir nur über unsere Angst, dass es uns treffen könnte.
Okay. Wir sind gar nicht empathisch. Wir denken gar nicht darüber nach, dass es andere getroffen hat, sondern wir versetzen uns in die Lage derer, um uns Sorgen über uns zu machen. Der besorgte Bürger, der macht sich nicht Sorgen um andere, der sorgt sich um sich. Selfish. Eine sehr egozentrische Gesellschaft, in der wir leben. Terror passiert überall, jeden Tag. Ja. Ja. Menschen sterben minütlich. Ja, ja. Als in Paris der Anschlag war und wir gedacht haben, die Welt steht still und Anteil nehmen wollten damit, dass wir unser Facebook-Profilbild geändert haben. In Je suis Charlie sind am selben Tag in Nigeria 2000 Menschen von der Boko Haram ermordet worden. Oh my days. Oh my days. This guy is hitting the hard truths. Do you know what Boko Haram has done, have been doing, and are still doing? He is insane. How he knows about it to talk about it. Respect to you. Respect to Seda Samuntri. Haben wir nichts von mitbekommen. Weil es einfach zu weit weg ist und weil Bimbos, die sterben, viel schwerer mit uns zu identifizieren sind als Menschen, die in Paris auf einem Konzert sind, im Bataclan. Grausam ist es ohnehin. Ich vergleiche den einen Toten nicht mit dem anderen. Mhm. Aber ignorant ist es dazu. Denn tatsächlich vergleichen wir die Toten miteinander. Tatsächlich hat ein Mensch einen anderen Wert, wenn er weit weg von uns stirbt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass ich das erzähle. Ich weiß nur, dass es mich wütend macht. Some deep truths. Self-explanatory. I don't need to try to break it down. But these are some deep truths, some hard truths. It's so harsh, but this is the real reality. It's so brutal. He's saying it just as it is. Okay, without no humor. He's just spitting the facts. This is just so brutal, so real. Okay, so real. This is so insane, bro. To be honest, yeah. Seda. I feel you, like this German satirist, yeah, this is some satire like I've not seen before. I've checked out British satire, it's different. British satire is kind of funny, slapsticky in a way. They still speak the harsh truths, but they paint around it. But this was just direct, straight in your face. He just poked the truth. Bro, insane. Thank you very much, Sabrina Rackles, for this. Dankeschön. Dankeschön. I'm gonna do more videos and I'm catch you soon, guys. But before I go, guys, I just pray and I hope that one day, sooner rather than later, we are all gonna realize that we need the whole parts of the world. Yes, one side of the world might be more developed, richer, but we need to help ourselves because a chain, yeah, is only as strong as the weakest link. That's what it is. We need to help ourselves and realize that all lives are equal. It doesn't matter how rich you are, it doesn't matter your citizenship, all lives are equal. I need to find a way to show empathy, not just feel it, but show it as well. Because at the end of the day, we are one. It is hard, you know. It is hard when you've not been through certain situations, but trust me, when it touches you, you're gonna know.